Kurznachrichten. Oktober 2024, der 75. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik. Beim diesjährigen Pressefest der Zeitung Unsere Zeit erwarb meine Freundin für nur 1 Euro eine Broschüre der SDAJ, der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend. Ein anderes Deutschland war möglich. In der weiten Welt liegt das Land. Liegt das Land, in dem ich mich fand. Das Land meiner Wahl. Kein sehr großes Land. Ein Euro, das wären 2 D-Mark oder nach Umtauschkurs 1:5, 10 Mark der Deutschen Demokratischen Republik. Dafür ein Heft, ein anderes Deutschland war möglich, wie wertvoll doch unser Euro ist. Lernen mit Schlager, GES, das Land meiner Wahl. Lernen mit Wikipedia, die Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend 1968 am 150. Geburtstag von Karl Marx gegründet. Krimi-Autor Reinhard Junge war Mitbegründer. Man wirkte mit in der Studentenbewegung um 1968, man kooperierte mit der Kommunistischen Partei, wurde zu einem der führenden linken Jugendverbände in Deutschland, Verbandsorgan die Zeitschrift Elan. Man veranstaltete das Festival der Jugend auf dem Gelände der Dortmunder Messe bis 1988. Es bestanden Kontakte zur FDJ. Jeder Landesverband der SDAJ hatte einen Freundschaftsbezirk in der DDR. Regelmäßige Fahrten wurden unternommen, auch finanzierte die DDR. Die SDAJ wurde als marxistisch-leninistische Organisation über die Zeit der deutschen Wiedervereinigung hinweg bewahrt. 2004 zog SDAJ-Aktivistin Johanna Scheringer-Wright auf der Liste der PDS in den Thüringer Landtag ein. Im selben Jahr der ehemalige SDAJ-Bundesvorsitzende Wolfgang Gierke, Brandenburger Landtag, auch das ehemalige SDAJ-Mitglied Gerd Winkelmeier, alle Die Linke. Es schnüffelte immer ein wenig das Bundesamt für Verfassungsschutz. Die SDAJ ist Mitglied im Weltbund der Demokratischen Jugend, beteiligt sich an den von ihr organisierten Weltfestspielen der Jugend und Studenten. Ein Weltjugendfestival gab es 2024 in Sotschi im Sirius-Zentrum Olympiapark. Die Käuferin trägt nun vor das Vorwort. Vergangen und vergessen? Die DDR ist Vergangenheit, so viel steht fest. Der 9. November, der Fall der Berliner Mauer, jährt sich 2024 zum 35. Mal. 2025 ist der 3. Oktober, der Tag der deutschen Einheit, an der Reihe. Eine ganze Generation ist herangewachsen, für die die DDR bloß noch Geschichte ist. Vergangen und vergessen? Auch 35 Jahre später gibt es noch Unterschiede zwischen Ost und West. Vom niedrigeren Lohn bis zum noch besseren Angebot an Krippenplätzen. Und auch Politik, Medien und Schule sorgen dafür, dass die DDR nicht vergessen wird. Ein Unrechtsstaat soll die DDR gewesen sein. Und freuen sollen wir uns, in der so freiheitlichen Bundesrepublik aufgewachsen zu sein. Da wollen wir mit dieser Broschüre noch einmal genauer hinschauen. Dabei interessieren uns nicht nur die großen Daten, an die immer wieder erinnert wird. Uns interessiert auch, was eigentlich zwischen diesen Daten passiert ist.
wie die Menschen in der DDR gelebt und gearbeitet haben, und wir wollen auch die großen Ereignisse aus diesen gesellschaftlichen Verhältnissen heraus verstehen lernen. Aber sollte ein sozialistischer Jugendverband sich nicht lieber um das kümmern, was für Jugendliche heute wichtig ist? Keine Ausbildungsplätze, keine Übernahme, Leiharbeit und Befristung, miese Vergütung, Lernstress und zu große Klassen. Von Krieg, Nazis und Rassismus ganz zu schweigen. Aber genau deswegen beschäftigen wir uns mit der DDR. All diese Kämpfe, die wir heute führen müssen, bleiben Flickwerk, wenn sie keine gemeinsame Perspektive haben. Diese Perspektive ist für uns der Sozialismus. Damit wir diese Alternative zum Kapitalismus vergessen, wird auf die DDR eingeschlagen. Gerade darum haben wir allen Grund, uns der DDR mal aus unserer Sichtweite anzuhören. Und nun das Dossier. Was diese sehr interessante Publikation auszeichnet, ist ein Blick in die Zukunft, den nicht zuletzt die meisten der sogenannten alternativen Medien, nennen wir sie lieber regierungskritischen Medien, nicht zu bieten bereit sind, indem über Stereotype wie DDR 2.0 oder gar ganz China Feindbilder zementiert sind, die sich von denen der großen Medien nicht unterscheiden. Somit bleibt der fade Beigeschmack von Meckerköpfen, die entweder keine Zukunft sehen oder eine Zukunft in der BRD des Jahres 1984, das aber wird es nicht geben. Damals war die Wirtschaftsleistung von China noch deutlich geringer als die der BRD. Mögen wir uns wieder darauf hinbewegen? Ich sehe dafür keine Ansätze. China gibt vor, den Sozialismus aufbauen zu wollen. Sogar einen Zeitpunkt, 2049. Wie wird dieser Sozialismus gestaltet sein? Allein die Frage gestattet mehr Zuversicht als das Versinken in Gram. Das Heft untergliedert sich in drei Teile. Auf die eigene Kraft vertrauend. In der DDR gab es keine Arbeitslosigkeit. Das Schulsystem war besser und die Leute waren netter zueinander. So denken viele ehemalige DDR-Bürger, bloß Nostalgie oder was steckt dahinter, wie lebte es sich im Arbeiter- und Bauernstaat, vom Ende der Konkurrenz bis zur planmäßigen Befriedigung der Bedürfnisse. Der Ausverkauf, friedliche Revolution, Wende, Wiedervereinigung, die offizielle Geschichtsschreibung hat viele Namen für das Ende der DDR und das deutsche Kapital hatte ebenso viele Gründe zum Feiern, als Schluss war mit dem Sozialismus auf deutschem Boden. Für die Menschen, die in der DDR gelebt und gearbeitet haben, stellte sich allerdings bald heraus, dass es keinen Grund zum Feiern gegeben hat. Was ist 1989-90 passiert? Und drittens, der Sozialismus, unsere Zukunft. Sozialismus vorbei, das war's, oder kommt da noch was? Die Niederlage der sozialistischen Staaten in Europa bedeutet nicht das Ende der Geschichte und auch kein Ende des Sozialismus als historischer Alternative zum Kapitalismus. Warum wir die Erfahrungen der DDR beim Aufbau des Sozialismus brauchen und warum wir heute für den Sozialismus kämpfen müssen. Auch wer nicht bereit ist, für den Sozialismus zu kämpfen, sollte sich dennoch nicht verschränken gegenüber den dort gewonnenen Erfahrungen. Allein schon, weil die BRICS an die Tür klopft. Sie ist kein Sozialismus, scheint mir aber doch viele gewonnenen Erfahrungen dieser Periode einzubringen. Allein der Friedenswunsch der in Jahrzehnten, Jahrhunderten vom Kapital geknechteten Völker des globalen Südens. Es wächst das Brot uns nicht von allein, und auf den Feldern reift uns kein Krug voll Wein. Das Wasser fließt nicht von selbst bergauf, und
auch die Kriege hören nicht von selber auf. Lernen mit Schlager Hartmut König, der beim UZ-Pressefest aufspielte. Im ersten Teil thematisiert der Lügenberg. Über die DDR haben wir in der Schule eigentlich nur gehört. Mangelwirtschaft, Mauer, Stasi. Mehr kam da nicht, erinnert sich Andrea an ihren Geschichtsunterricht. Ihr war das zu einseitig, also hat sie nachgefragt und darüber Ärger mit der Lehrerin bekommen. Sie hat gesagt, in der DDR durfte niemand seine Meinung sagen oder er wurde weggesperrt oder erschossen. Alles ohne Beweise, alles nur Behauptungen. Und wir sollten das eben einfach so hinnehmen. Das wollte ich nicht. Da habe ich dagegen gehalten und wurde aus dem Klassenraum geworfen. Im Sozialkundeunterricht wurde es nicht anders. Da haben wir mal Marktwirtschaft und Planwirtschaft behandelt. Der Arbeitsauftrag war, diskutiert, warum die Planwirtschaft der Marktwirtschaft unterlegen ist. Eine Kata, jetzt in Leipzig lebend, erinnert sich nach dem Besuch des DDR-Museums zu Berlin. Ich weiß noch, das Gefühl, das ich da bekommen habe, war ganz klar, die DDR, das war der zweite Faschismus. So wird die DDR bislang zwar noch nicht genannt, wohl aber zweite deutsche Diktatur. Wenn die DDR mit dem Dritten Reich gleichgesetzt wird, nennt das der Freiburger Historiker Ulrich Herbert eine Gleichsetzung von Aktenbergen mit Leichenberge. Die Aktenberge, der Stasi, er meint das Ministerium für Staatssicherheit, und die Leichenberge von Auschwitz auf eine Stufe zu stellen, das ist auch eine furchtbare Relativierung des faschistischen Massenmordes. Erinnert wird an Ronald Schernikau. Dieser hat 1989 die Staatsbürgerschaft der DDR angenommen. Im September 2014 wird eine Gedenktafel an dem Haus in der Cäcilienstraße 241 angebracht, in dem er in Berlin, Hauptstadt der DDR, gewohnt hat. Hier kann man lesen, Ronald war Schriftsteller, mit 8 Jahren hat er seine ersten Geschichten geschrieben, kurz vor dem Abi hat er sein erstes Buch veröffentlicht, ein großer Erfolg, für ihn stand fest, dass er Schriftsteller werden wollte. Die einzigen 3 Institute weltweit, an denen Schriftsteller ausgebildet wurden, lagen in sozialistischen Ländern, eines davon in Leipzig. Über diese Zeit in Leipzig hat er seinen Abschlussarbeit, die Tage in L, geschrieben, die in der DDR nicht erscheinen konnte. Darüber hat er sich geärgert, genau wie über andere Dinge in der DDR, aber er sagte, die Dummheit der Kommunisten halte ich für kein Argument gegen den Kommunismus. Er hat immer das große Ganze gesehen, er wollte in einer Gesellschaft leben, die Zukunft hat. Das war für ihn die Hauptmotivation, bei einem Experiment dabei zu sein. Und die soziale Absicherung, das Recht auf eine Wohnung, das Recht auf Arbeit, das er notfalls auch einklagen konnte. In West-Berlin hat er in einer total schlechten Wohnung gelebt mit Existenzsorgen. Das gab es für Künstler in der DDR einfach nicht. Aus dem Abschnitt auf die eigene Kraft vertrauend, die 2 Arten der Freiheit, die Freiheit des Unternehmers und die Freiheit der arbeitenden Menschen schließen einander aus. In der DDR waren ehemalige KZ-Häftlinge Minister, ehemalige Wehrmachtsdeserteure Generäle, ehemalige Spanienkämpfer Polizeipräsidenten. Das waren Intellektuelle, die nicht aus, sondern mit dem Proletariat aufgestiegen waren. Zitiert wird eine Erika Baum über das Selbstbewusstsein der Menschen in der DDR. Das Leben im Sozialismus hat die Menschen in bestimmten Bereichen selbstbewusster gemacht. Das ist besonders bei Frauen zu beobachten, auch in der Partnerschaft. Die Bedingungen ihres Lebens haben sie selbstbewusst gemacht, weil sie nicht unterdrückt waren, weil sie den Vorgesetzten eins überbraten konnten, keine Angst um den Arbeitsplatz hatten. Hatte denn uns die alte Erde zu bieten? Oh, wenn die Herren Reichtum und die Macht unten den Schweiß, die Ohnmacht und eine Hoffnung auf diesen Morgen nach langem.
Im Kapitel der Ausverkauf finde ich die Frage, woran scheiterte die DDR? Patrick Köbele beschäftigte sich damit. Er skizziert mehrere Punkte. 1. Es ist müßig, über die Angriffe des Imperialismus auf den Sozialismus zu trauern. Vom Imperialismus etwas anderes zu erwarten, ist Illusion. Und die ist für Revolutionäre nicht hilfreich. Er kommt zu dem Schluss, ja, am Ende war der Sozialismus zu schwach, sonst wäre er nicht untergegangen. Daraus könnten die, die jetzt den Sozialismus aufbauen wollen, gelernt haben. Dennoch meint er auch, der am Ende zu schwache Sozialismus hat einiges erreicht. Punkt 2. Der Imperialismus wurde in manchen Phasen zum Frieden gezwungen. Zumindest damals. Kolonial und neokolonial unterdrückte Länder konnten sich national befreien. Da wären wir wieder bei der BRICS. Der Arbeiterklasse im Westen wurden viele Zugeständnisse gemacht. Drittens kommt er zur Erkenntnis, die über 70 Jahre Existenz der Sowjetunion und 40 Jahre der DDR beweisen, wie richtig und legitim die Entscheidung für den Sozialismus in der DDR waren. Das Scheitern auf eine Periode oder gar eine Person und deren Verbrechen, Deformation und Handeln zurückzuführen, hat mit dialektisch-materialistischer Geschichtsbetrachtung nichts zu tun. Alle Perioden müssen auf Stärken und Schwächen und auch auf Fehlern untersucht werden. Soweit von Patrick Köbele, seit 2013 Vorsitzender der Deutschen Kommunistischen Partei. Kapitel der Sozialismus, unsere Zukunft, lese ich, wir sollen glauben, dass es keine Alternative zum Kapitalismus gibt. Das, ohne Frage, ist die Quintessenz der DDR-Darstellungen. Alternativlosigkeit, Armageddon, schön ausgedrückt in schrulligen Gruppen wie die letzte Generation. Nein, liebe Menschen, so einfach wird es nicht werden. Auch morgen werden wir leben auf diesem Planeten. Ich habe einen kleinen Globus geerbt von meinem Opa. Meine Verschwörungstheorie Globus, auf diesem ist Deutschland noch getrennt. Aber neben Deutschland finde ich eine riesige Fläche Russland. Und auch die wird morgen noch so oder so ähnlich da sein. Reiche Ziele führen uns zusammen. Reiche Ernte gibt uns neue Saat. Klingt der Ruf weit, weit über die Ströme. Reich die Hand, mein Bruder, Kamerad. Du Schwarz, ein Schatz. Freundschaft, Freundschaft mit den Völkern dieser Welt, auch das für mich eine Lehre aus dem Kommunismus, Sozialismus, auch wenn sich das Lied jetzt hier auf die Freundschaft zur Sowjetunion bezieht. Wollen wir die tatsächlichen, aber auch die herbeierzählten Probleme unserer Erde lösen, wird das nur in Freundschaft gehen. Putins Russland auf dem Weg in den Totalitarismus. Würde man gerade denken und sprechen können, wäre die Kritik an dem Weg des einen oder des anderen durchaus angebracht, durchaus möglich, sollte aber nie dazu führen, die Freundschaft außer Acht zu lassen. Die Freundschaft zu Russland, China, Indien, Afrika, Lateinamerika. Wenn die SDAJ die Freundschaft hält, soll es mir recht sein. Auch wenn man selbst mal wankt, die Freundschaft, so singt der FDJ-Chor der Gerhard Hauptmann EOS Wernigerode, soll nicht wanken, liebe Wankende und Wankindondon. Enden wir mit dem Lob des Kommunismus von Bertolt Brecht. Er ist vernünftig, jeder versteht ihn, er ist leicht, du bist doch kein Ausbeuter, du kannst ihn begreifen. Er ist gut für dich, erkundige dich nach ihm. Die Dummköpfe nennen ihn dumm, und die Schmutzigen nennen ihn schmutzig. Er ist gegen den Schmutz und gegen die Dummheit. Die Ausbeuter nennen ihn ein Verbrechen. Wir aber wissen,
Er ist das Ende der Verbrechen. Er ist keine Tollheit, sondern das Ende der Tollheit. Er ist nicht das Chaos, sondern die Ordnung. Er ist das Einfache, das schwer zu machen ist. Zum 75. DDR-Geburtstag, unser Dossier. Das Dossier. Die kleine Audiodatei, Montag, 7. Oktober 2024. Wissen Sie, worüber ich die Nacht nachgedacht habe? Am 7. Oktober jährt sich ja nun der Überfall der Hamas. Vom besten Geheimdienst der Welt nicht vorhergesehen. Die am stärksten gesicherte Grenze der Welt scheinbar mühelos überwinden können. Und von einer der stärksten Armeen der Welt nicht zurückgedrängt. Und so gehen sie weiter, die israelischen Angriffe auf Beirut. Getroffen eine weitere Hamas-Kommandozentrale. Auch Tote bei israelischem Angriff im Libanon. Und erneut Demonstrationen in Berlin und zur Feier des Tages. Die Toten- und Verletztenzahlen. Israel verharrt bei den Toten bei 1200. Ich verstehe das nicht. Bei einem Krieg müssten doch auf beiden Seiten Menschen sterben. Gaza geht mittlerweile auf die 41.615. Stand 30. September. Aber auch im Westjordanland, wo Frieden ist, steigen die Zahlen. 693. Die Verletzten im Gazastreifen übrigens 96.359, fast 100.000. Statista fügt bei, die Angaben beruhen laut Quelle auf offiziell bestätigten Todes- und Verletztenzahlen der israelischen Behörden. Ja, da fällt uns Ostdeutschen das Feiern schwerer. Wir, die wir offensichtlich von Verbrechern zu Frieden, Zivilisation verhetzt wurden. Wir haben unsere völlige Unterwerfung zu bekunden am 3. Oktober und bekommen dann von unserem Kanzler, der den Taurus noch nicht geliefert hat, das muss man ihm lassen. Das ist richtig. Folgendes zu hören, passend lege ich mal dazu, die Hymne gespielt von den tapferen Kämpfern des Nigers. Aber nicht nur in Ostdeutschland erleben wir Landtagswahlen, bei denen sich manchmal bis zu einem Drittel der Wählerinnen und Wähler gerade für eine autoritäre und nationalradikale Politik entscheiden. Für Populisten, die unsere freiheitliche Demokratie bekämpfen. Das ist verhängnisvoll, das schadet Sachsen, Thüringen und Brandenburg, das schadet Hessen und Bayern. Ich habe jetzt überlegt, wie er das gemeint hat. Viele kommentierten, er hat die Ostdeutschen beleidigt, aber ich habe es schon so verstanden, dass er die Bayern und Hessen mit beleidigen wollte. Sie wählen falsch. Natürlich kann man sagen, dass jemand, der meint, in einer demokratischen Wahl ist es möglich, falsch zu wählen, stehe dieser völlig außerhalb der Demokratie. Ja, und dann passen Erklärungen, wie sie Björn Höcke vorträgt auf seinem Telekilogramm-Kanal. Natürlich ist es auffällig, dass es meist Westjournalisten sind, die abfällig über den Osten schreiben. Er ernennt den ehemaligen Gouverneur für Deutschnahost. Sie nennen es Ostbeauftragter Marco Wanderwitz, geboren 1975 in Karl-Marx-Stadt. Der Stadt mit den drei O, Karl-Marx-Stadt. Aber zur Sache, die heutige Mauer ist eigentlich eine gläserne Decke. Wer zum Justé-Milieu gehört, entfremdet sich schnell von jenem Teil unserer Gesellschaft, der mit ehrlicher Arbeit als Arbeiter, Angestellter, Handwerker oder Unternehmer die Grundlage für unseren Wohlstand schafft. Ich muss dann schon ein bisschen schmunzeln über die Ausführungen der neuen Deutschen Arbeiterpartei. Er schließt 35 Jahre nach dem Mauerfall und 34 Jahre nach dem Beitritt der DDR zur BRD ist es wieder Zeit, Mauern einzureißen. Ach naja, oder man gewöhnt sich halt daran, Untermensch zu sein. Vielleicht ist man ja auch nur Halbuntermensch und der Russe ist Volluntermensch. Rassismus, fester Bestandteil der kapitalistischen Gesellschaft. Ich habe es in der Schule gelernt. Arnulf Baring hat ja mal gemeint, man hätte keinen Lehrer nach 1990 weiter unterrichten lassen. Andere sagten, Journalisten hätten alle entlassen werden müssen. Vielleicht wäre das richtig gewesen. Am besten alle einsperren. Im Knast bei geweiteten Arsch lernt man die Klassengesellschaft kennen und lässt sich nicht verwirren. Ich schlage vor, das Glas zu heben und zu trinken. Freunde, lasst uns feiern den 75. Geburtstag der Deutschen Demokratischen Republik. Russland hat Deutschland noch nie angegriffen. Noch nie. Aber zweimal hat Deutschland Russland angegriffen. Auch dort alles garantiert. Westradio, Helmut Kohl, Helmut Schmidt, Willy Brandt hätten sich für den Frieden eingesetzt. Nie erwähnt an Erich Honecker oder Egon Krenz. Dem widmet man zumindest in der reaktionären Presse ein paar Zeilen. Er lobt Wagenknecht, Kretschmer und Vogt für Friedenserklärungen. Und natürlich auch Gerhard Schröder. NTV hetzt Einigkeit unter Kreml-Freunden. Sag mal, hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier und schreibe nicht weiter. Und die BRICS konsolidiert sich. Der Kabarettist Gerd Dudenhöfer beschwert sich, das Publikum traut sich nicht mehr zu lachen, der Kölner Stadtanzeiger berichtet. Die Leute wären nicht mehr locker. Ja, Herr Dudenhöfer, Fernsehkomiker, lachen kann man hier. Auch über Netanyahu, der bezeichnet Macrons Forderung nach Stopp von Waffenlieferungen als Schande. Wir wollen uns doch nicht beim Töten ausbremsen. Omid Nuripur,
Unterhalb der 5% ist für ein AfD-Verbotsverfahren, oberhalb der 30%. Ex-Bundespräsident Gauck dagegen, gemeinsam Donald Trump und Elon Musk aufgetreten. Und Focus Online, linken Politiker, schämt sich ob Teilnahme Friedensdemo Berlin. Der Moment, wenn man merkt, man ist nicht mehr links. Heute noch schön im Nordosten und Osten, morgen ziehen Wolken übers Land die ganze Woche. Es wird etwas milder, Regen, Gewitter, Donnerstag, Sturm, nächste Woche etwas ruhiger. Alternative Music.